Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Plague Tale Requiem. So, wir sind in der letzten Folge noch in ein Loch gefallen, haben so ein bisschen rumgeguckt und jetzt müssen wir mal hoffen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Was wird er mit ihr machen? Sie ist kaputt. Wir finden einen Weg. Habe keine Ahnung, was er mit ihr machen wird. Der da oben hat verdammt gute Augen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir gehen mal da lang, hier hoch. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. So, wir gehen hier lang. Noch eine Kapelle. Nein, eher eine Art Tempel. Gehen wir rüber. Wir müssen einen Weg zur Festung finden. Wir los vorhaben, jagt mir richtig. Ja, verdammt. Die wir nicht beherrschen. Ich weiß, aber wenn das der Preis ist, um den Grafen zu stürzen, dann nur zu. Der Graf weiß einer, nicht, dass zwei, drei. Er weiß, wie diese Leute denken. Wenn wir so, wir gucken mal, ob das geht. Ich weiß, dass sie es sind. Wir haben Gesellschaft! Los, finden wir sie! Hä? Bullshit. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe! Shit. Sie haben uns gesehen. Ah. Ach, wie ich das immer... Kommt dann. Ach, sie kann ja nicht kämpfen, ne? Ja, verpass ihm eine. So, hier lang, hier rum, hier rüber. Hier rein, hier durch. Komm, mach dich klein und hässlich jetzt, verdammt. Da lang, da rum. Yeah. Die lässt sich bestimmt öffnen. So. Okay, nur so offensichtlich nicht. Ja, müssen wir wieder, oder? Hier, hier. Ja, so wohl nicht. So wohl. Naja, von da drüben, natürlich. Ich hab sie. Hier lang. Sie kommen. Was hast du schon wieder? Ach, verdammte Axt, ey. Okay, das war's. Ah, wir müssen doch hier irgendwie... Irgendwie müssen wir doch hier durchkommen. So, vom Kontrollpunkt aus. Wo war der Kontrollpunkt? Ich habe keine Ahnung mehr. Okay, hier ist der Kontrollpunkt. Ich weiß nicht, ob das sehr intelligent war, was ich hier gerade getan habe. Wir gehen mal hier lang. Hier rum, hier... Rüber. Da geht nichts. Da geht auch nichts. Wir müssen das tatsächlich von da oben machen. So. Verdammt. Was? Ich sehe zum... Er kommt her. Sogar zwei. Ich weiß. Und ich will es nicht hören, Sophia. Na gut, tu, was getan werden muss. Hey, ist alles in Ordnung? Also, da drüben steckt ihr. Nein, nein, nein. Los, haltet ihr hier drüben. Kommt mit, lasst ihr nicht hier entkommen. Sind kein... Was jetzt, Amicia? Das kann's doch nicht sein. Komm her, du. Eieieiei, wir haben natürlich nichts, womit wir uns gegen den verteidigen können, ganz klar. So, hier hoch, hier, da. Hopp, hoffentlich haben wir dem einfach hart genug auf die Nuschel gegeben. Wir gucken mal, ob wir hier... Da können wir nicht, da können wir nur verwerten. Was bist du? Du bist irgendwie ein Töpfchen voll Öl. Und wir haben natürlich keinen, oder? Hier ist noch ein Seil. Gut gesehen. Damit kommen wir hinein. Ja. Wir haben nur leider keinen... Ah, schau mal. So geht das. Okay. Das wird laut. Ja, das wird laut.
vom Meer kommen. Ja. Ja, der Typ ist... Was ist das? Zeitverschwendung. Nee, das ist keine Zeitverschwendung. Komm nur her. Hier. Hier sind wir. Aufgepasst, es geht runter. So. Schon dabei. Ja, aufgepasst, es geht runter. So, da ist er. Lass rennen. Ich weiß, das war jetzt nicht sonderlich klug, aber wir haben so lange mit unserem Zeug gespart und mit unserem Gewissen und... Ja. Ja. Gut gemacht. Sind so. Wir sicher? Ich glaube ja. Vorerst. Was? Auf jeden Fall. Vorerst? Verwertung. Ich weiß. Okay. Okay, also wir haben jetzt die so viel verwertet. Länger festzuklemmen. Dann müssen wir sie entklemmen. Entklemmen, okay. Wir entklemmen. Wie entklemmen wir? Oh, sie gibt nicht nach. Ja, wir brauchen was Stärkeres. Ja. Mal sehen, was das bewirkt. Das sieht stärker aus. Wir machen das mal. Hey, deinen Kronleuchter an. Einen großen. Sieht schwer aus. Die Kette scheint zu halten. Ja. Ich brauche Mach Hilfe, das mal Sophia. Jemand anders, gerne bitte. Doch. Danke. Sophie, du machst bald das. Wir gehen währenddessen hier bitte. Hinter. Geht klar. Hier hinter, und hier hep. Hoch, hier yes. Rauf, hep. Haben wir alles schon gesehen, ne? So, ah, dann wir haben hier, ein Seil. Hier hin, hierher. Dann hier und dann zack, geschossen. Achtung, ich ziehe. Zieh Alter, an. Das wird ja, wir entklemmen sie. Da, guck mal. Wirklich laut. Wir sollten weiter. Ja. Okay, also im Gegensatz zu... Ja, im Gegensatz zu anderen Situationen in da dem Spiel gut. Muss ich jetzt leider sagen, war das jetzt hier alles nicht besonders gut. Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum hat mich belogen. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Ja, das Gefühl habe ich auch. So, was wird hier? Was? Warum kann man da hochgehen? Was kann man hier Special-mäßiges finden? Ist hier vielleicht nochmal ein Werkzeug oder ein Messer oder hier Pfeile oder so? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Können wir eigentlich Pfeile herstellen? Nur so Interesse halber nicht, ne? Nee. Schade. So, da ist diese komische Brücke. Da können wir hier rum, hier lang. Ja. Okay. Ein Werkzeug, aber okay. Oder ich hab's mal wieder übersehen, weil ich natürlich nicht überall reingelatscht bin. Ach ja. So. Hier lang, hier rum, hier hoch. Schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Diaz? Naja. Diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Unsere Sklaven entkommen und du tust was? Du verschwendest, was uns bleibt, an eine Frau, die irre ist. Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Wir verwöhnen sie, wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen? Du hast nicht genug Vertrauen. Und du hältst einfach nicht dein blödes Maul! Noch!
jemand? Fantastisch. Beginnen wir. Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Diaz darf den Anfang machen. Diese Wahnsinnigen. Wir müssen ihnen helfen. Es ist zu spät. Ich halte sie auf. Was tust du denn da? Ich wollte sie aufhalten. Hugo, du darfst nicht einfach Leute töten. Wieso? Du tust das auch immer. Weil... Und ich töte viel schneller als du. Du wirst niemanden einfach angreifen. Du hörst auf mich und tust, was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden doch sowieso alle sterben. Hugo! Was zur Hölle? Hugo, hört zu! Hugo! Was war das? Das ist verrückt! Du hast nie erwähnt, was? Dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihnen befiehlt, Menschen zu fressen? Du wärst davongelaufen! Und ich wollte das nicht. Ja, es war falsch. Aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich dachte, du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Hugo. Ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen. Aber jemanden zu töten, selbst böse Menschen. Sie sind wie die Inquisition. Wie Verdor. Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Und manchmal zwingen sie uns zu handeln, ja. Aber überlass mir bitte diese Entscheidung. Das alles ist nicht fair. Ich weiß. Aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm, entschuldigen wir uns bei Sophia. Ja. Ja. Ja, ja, ist immer... Sophia, es tut mir leid. Mir auch. Ja. Gut, gehen wir weiter. Die nimmt das erstaunlich Sophia, gelassen. Geht's dir gut? Ich muss das sacken lassen. Ja. Aber ich... Ja. Befürchte, dass das... hallo? Ich würde bitte gerne... Warum kann ich das? Warum darf ich das nicht? Muss ich da außen rumlaufen? Wir laufen mal außen rum. Geht das? Ist das möglich? Nein, das ist nicht möglich. Ist das hier lang möglich? Nein, es ist nicht. Okay, wo lang ist es möglich? Müssen wir hier lang? Nein, müssen wir nicht. Ich will das. Geh aus dem Weg, Sophia, bitte, danke. Hier. Da lang. Da lang, da rum. Hallo? Was ist da drüben? Das ist mir vollkommen egal. Ich will es ja wissen. Hier oben, zack, hinhängen. Zieh! Ich glaube, ich habe was gefunden. Ja, hoffentlich haben wir was gefunden. Sophie, bitte. Ich weiß, du bist wütend, aber... Kletter hoch. Alles klar. Gott, am Baum haben sie Sklaven festgekettet. So gehen sie vor. Seht! Ist das... Eine Stoffpuppe. Hier war also ein Kind. Bezaubernd. Ein Kind als Sklave? Geht das? Nein. Oder? Tut mir leid. Sie nahmen ihnen die Puppe weg. Leg sie besser zurück. Er konnte sie nicht mal... mitnehmen. Vielleicht ist das Kind entkommen. Das ist es, was zählt. Ja. Komm, Hugo, gehen wir. Ja.
Okay, das ist eine Erinnerung. Wir finden überall diese Erinnerungen. Ne? Aber Dingens finden wir irgendwie nicht, ne? So hier Werkzeug oder dergleichen. Ah, ist doch so viel wichtiger. Also zumindest für uns wäre es wichtiger. So, hier rum, hier lang. War jetzt eine Erinnerung, auf die hätte ich gerne verzichten können. Gott, nein! Melos Werk. Er meinte, das Blut würde dem Sohn den Weg zur Kapelle weisen. Da drin ist also was. Das macht mir Angst. Ja, komm, Sohn, lass uns... Das stinkt! Wie lange müssen die Leichen nachher rumhängen? Sie sind hier, bleibt unten. Ist die Nacht? Ach, der Sohn. Ach, das könnte ewig dauern. Nein, dieses Mal klappt es. Die Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren geworden. Nur tut alles, um es zu schaffen. Ja. Das ist Wahnsinn. Finden wir Elia und die Kapelle. Die Arme hatte keine rosige Zukunft vor sich. Eindringlinge! Sie haben Ach komm, nee, oder? Ach komm. Ich hab was gehört. Kann's doch nicht sein. Ja, natürlich fliehen wir. Ich erledige das. Schnappt sie euch! Los, haltet die Eindringlinge auf! Komm. Sie kommen! Jetzt komm, klatsch mich endlich um. Friss das, Bastard! Können die überhaupt irgendwas? So, du. Komm, du bringst mich jetzt um, oder? Jetzt aber. Komm, komm. Ich an deiner Stelle würde jetzt. Ja. So, dann haben wir den. Dann. Schafft jetzt dann endlich mal einer, oder? Komm, bitte. Pack doch endlich zu, du. Ernsthaft. Okay, die sind echt nicht in der Lage, mich umzubringen. Was für Spaten. Was für Pfeifen. Du findest gar nichts. Ja, außer deinem Kopf irgendwo drauf. War's aber auch schon. Okay, hier rüber, hier lang. Eindringlinge! Los, die Schnapp! Und? Los, haltet die Eindringlinge auf! Lauf! Bei aller Liebe, aber der Armor war so viel. Endlich. So, ich würde sagen, ab Kontrollpunkt, dann gucken wir mal, wo das war und dann, ja. Also da muss man halt schon echt fairerweise sagen, der Armor war schon... Der war da schon deutlich brauchbarer. So, wir gehen mal hier lang, dann haben wir das da, dann... Und da nochmal ein Haufen Tote. So viele. Du weißt, was uns in der Festung erwartet, oder? Ja. So. Ah, hervorragend. So, dann hier einmal durch. Ja, wir probieren mal. Melo meinte, er arbeitet für die Gräfin. Was? Sie und der Graf gaben ihnen wohl diesen Ort. Ein Stück Land und das Recht,
Leute zu verkaufen. Oh, dafür bekommen sie einen Teil des Geldes. Ja, schmutziges Geschäft. Oh, hier lang, hier rum. Nee, war wohl doch nicht. Ne? Hast du dich wohl richtig krass vertan, ne? So richtig, richtig heftig. Gott sei es getrommelt und gepfiffen. Nochmal was. Mal gucken mal, ob wir da hinfahren. Hier rum, hier rüber, hier rein. Hier rein. Und da ist die Kiste. Wieder eine Kiste ohne Werkzeug. Ne, toll. Was ist das? War das? Ja, Gebiet, okay. Das war's. Gut, was ist das? Das ist der letzte. Fahrt die Brücke hoch. Was machen Sie denn in der Kapelle? Schlimme Dinge. Müssen wir dorthin? Tja, das wäre unser Weg gewesen. Die Mauern sind alt. Es gibt bestimmt eine Öffnung. Wir sollten nicht hinein. Sehe ich auch so. Wir müssen. Dieses Blutbad bedeutet was. Warum sollten wir jetzt hier nicht hinein, wenn ich blöd fragen darf? Was ist hier noch? Nichts, außer dass da drüben noch einer sehr, sehr aufmerksam ist. So. Oh, der ist, wenn wir hier... Oh, schau mal, hier ist auch nochmal... Ist auch nochmal was hier ist. Okay. Oh Gott. Es stinkt so sehr. Ja, wie halten Sie diesen Gestank nur aus? Ja, das wissen die wahrscheinlich selber nicht, aber... So, dann sind wir mal hier. Ach komm! Nimm das und stirb! Ja, ja. Renn, 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 renn. Okay, geht nicht. Ja, du Idiot, wir verkriechen uns. Hey, wir sind doch raus. Was willst du denn? Was war denn das? Da. Da drüben geht's weiter. Gehen wir hier durch. Gut. Ja, ja. Mach. Stopp. Die Musik. Die Blumen. Ja, hey, ja, ist alles gut. Alles ist gut, Hugo. Hey, Hugo. Was? Ich weiß, es ist schwer, aber bleib bei der Sache. Ja. Schau, Blumen. Ganz viele Blumen. Dort kommen wir rein. Die Festung ist böse. Das mag sein. Aber wir sind noch zusammen. Das stimmt. Gott. Geh sicher, dass im Wagen auch keiner mehr atmet. Die sind gleich davon. Die sehen alle ziemlich tot aus. Geh. Sicher. Okay, wir gucken. Okay, da ist, glaube ich, ein guter Platz. Hey, wer hat dich reingelassen? Amicia! Nein, nein! Ich mach dich fertig! Lass sie in Ruhe! Bitte, nimm ihn runter. Geht's dir gut? Danke. Verdammt, Drecksbär. Hugo, es ist vorbei. Ich konnte nichts tun. Schon gut, du hast das Richtige getan. Uns machen lassen. Wir müssen weiter. Komm, wie geht's dir, Sophia? Ich hatte mir versprochen, das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber ich bin froh darüber. Ja, gut.
Versuch einfach am Leben zu bleiben. Mach ich. Gehen wir weiter. Ja, aber ich würde sagen, wir sind quitt, ne? Das muss das Heilgitter bewegen. Bringt nichts. Gehen wir weiter. Ja. Okay, warum bringt das nichts? Na egal, wir gehen mal weiter. Nein, komm, das muss doch was bringen, oder? Irgendwas muss das doch... Okay, das nicht. Okay, wir müssen dann wohl weiter. Dann gehen wir mal wohl weiter. Okay. Okay, da wird es dunkel. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gut finde. Schon alle überprüft? Fast. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen. Ich will nicht wie Dias enden. Und warum ist das Gitter noch nicht oben? Hey, öffnet das verdammte Tor! Ich werde gehen. Ihr könnt euch im Karren verstecken. Aber was ist mit dir? Mann, was macht er denn? Unglaublich. Der kriegt einen Arschtritt. Ah, das wurde aber auch Zeit. Ja, sehen wir uns um. Aber erst in der nächsten Folge. Das bedeutet, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis dahin und ciao.